Spanien hat mit einer schrittweisen Lockerung der Corona-Pandemie-Vorschriften begonnen. Je nach Region ist dies jedoch unterschiedlich. So dürfen Geschäfte und Cafés etwa in vielen Orten wieder öffnen, allerdings mit strikten Auflagen. So herrscht zum Beispiel im ganzen Land Maskenpflicht. In der U-Bahn in Madrid werden Masken verteilt. Mit mehr als 27.500 Toten und über 230.000 Infektionen ist Spanien eines der von der Coronavirus-Pandemie weltweit am schwersten betroffenen Länder. Der Notstand gilt noch bis zum 23. Mai und die Regierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez will ihn um einen weiteren Monat bis Ende Juni verlängern. Doch gibt es viele, die damit nicht einverstanden sind. Es kommt immer wieder zu Demonstrationen gegen die Coronavirus-Politik der Regierung. Viele Menschen haben Geldsorgen. Diese Demonstrantin sagt, sie machen uns etwas vor und ruinieren uns alle. Wir müssen arbeiten und nicht zu Hause eingesperrt sein. An Urlaub in Spanien ist im Moment also noch nicht zu denken. Zwar sind bestimmte Strände offen, doch wann und ob ausländische Touristen dort wieder baden dürfen, ist noch nicht absehbar. Bei der Einreise gilt eine 14-tägige Quarantäne.